Ahnung, Intuition, Einfälle, Geistesblitze. All sie zeigen etwas jenseits des typischen Denkens. Kennst du das, eine bestimmte Ahnung zu haben? Ist vielleicht etwas sehr Diffuses, kann aber auch etwas sehr Klares sein. Du hast irgendwie eine Ahnung, das ist vielleicht so ein Bauchgefühl oder ein Gefühl im Rumpf, bis in den Brustraum, bis zum Herzen hin. Du ahnst etwas, du ahnst, ah, das wird was Gutes, um mal was Positives auch zu ahnen. Die meisten Menschen haben ja so eine seltsame negative Ahnung. Vielleicht ist es auch eine falsche Ahnung, die sie haben, so etwas gibt es alles. Aber ich meine so diese Ahnungen, die sich wirklich dann in der Realität bestätigen. Also die Ahnung dessen, was jetzt gerade so vor sich geht, die Ahnung, was passiert, negativ und positiv. Es ist etwas vorwegnehmen. Es ist eine Befindlichkeit, wirklich durchdringen und durchschauen. Das ist das Ahnen. Bevor ich weiß, ahne ich. Das Gleiche mit der Intuition oder ähnlich mit der Intuition, noch mal ein bisschen anders gelagert, intuitiv die richtige Entscheidung zu treffen, intuitiv etwas wirklich zu durchblicken, ganz intuitiv, und du weißt nicht, wie es genau entstanden ist, weil es war kein typischer Denkprozess. Es war nicht eine typische Analyse, die du vorgenommen hast und all das, sondern eine Intuition. Und hinzu kommen dann noch die Einfälle, die du hast. Plötzlich hast du einen Einfall. Du wachst auf und machst dein Tageswerk und plötzlich aus heiterem Himmel, und du weißt nicht, durch welche Bedingungen generiert, entsteht ein Einfall. Ein Einfall, eine Inspiration, diesen Begriff könnten wir noch hinzunehmen. Oder dieser Begriff Geistesblitze, plötzlich eine Riesenerkenntnis, plötzlich durchblickst du, an was du 10 Jahre gearbeitet hast und richtig geackert hast und dran warst, und du hast es aber nicht vollkommen begriffen, und plötzlich an einem irgendwie gearteten Morgen kommt ein Geistesblitz in dem Sinne der Intuition und all diesen Begriffen, die wir da genannt haben, und zeigen etwas jenseits des typischen Denkens. Es sind keine typischen Denkmuster, es sind auch Denkmuster, die wir als Menschen haben. Und sie haben natürlich mit dem Denken zu tun, und das Denken ist ja etwas sehr Zentrales in unserem Leben. Es ist vielleicht das Zentralste, das uns in unserer Wesenhaftigkeit ausmacht. Und ich halte es sehr gern mit dem französischen Philosophen Descartes, René Descartes, der diesen einfachen Satz gebracht hat, cogito ergo sum, ich denke also bin ich, als Beweis unserer Existenz. Und jeder Mensch kann denken. Und jeder Mensch kann frei denken und jeder Mensch kann inspirierend und kreativ denken, aber auch umständlich und zwanghaft und eingefahren und einseitig. Denken hat also sehr unterschiedliche Formationen. Und das Denken hat eben dann auch sowas wie eine Intuition, wie ein Einfall, wie eine Ahnung, wie ein Geistesblitz, wie plötzlich inspiriert sein. Plötzlich kommt da etwas und dringt da etwas in mich ein oder scheint geradezu in mich einzudringen. Und natürlich sind wir gewohnt, als relativ normale Menschen zu sagen, naja, das habe ich selber gedacht, ich habe es implizit gedacht oder das kam aus meinem Unterbewussten. Aber Leute, was wissen wir schon von unserem Unterbewusstsein? Wir wissen irgendwo, wir haben uns dem genähert, wir wissen, dass es das gibt. Und wir rechnen mit dem Unterbewussten, und das ist sehr interessant, dass wir das auf jeden Fall tun, aber wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Es ist nicht begreifbar, in dem Sinne nicht messbar, in dem Sinne auch kaum beweisbar. Das ist ein Grund, warum Kognitionswissenschaften sich damit natürlich sehr vielfältig beschäftigen oder eine Neurobiologie, aber sie doch die Finger von lassen von den Konzepten des Unterbewusstseins, weil alle Konzepte des Unterbewussten sind letztendlich unvollkommen oder falsch oder sind eben auch nur ein Konstrukt, das sich dem Unterbewussten nähert oder versucht zu nähern oder eine Fantasie aufzubauen. Aber immerhin, es sind Denkkonstrukte, die damit umgehen, und damit ist es etwas Sinnvolles und etwas Wichtiges. Unser typisches Denken ist ja davon geprägt, dass wir zielorientiert sind, dass wir etwas Bestimmtes tun wollen, dass wir Aufgaben erledigen, dass wir analysieren, dass wir bewerten,
dass wir weniger bewerten und vielleicht versuchen sogar kaum zu bewerten oder nicht zu bewerten im Sinne der Achtsamkeit, dass wir sagen, wir lassen alles fließen, alles ist irgendwo sinnvoll, ich kann den Sinn noch gar nicht begreifen und deswegen lasse ich mal alles zu. Und worauf ich dann wirklich reagiere im Sinne einer Entscheidung oder im Sinne von Entscheidungsfähigkeiten, das kann ich dann doch prolongieren in der Art, dass ich nicht immer sofort impulsiv und spontan auf etwas reflexhaft reagiere, sondern es ausweite und erstmal wirken lasse und versuche weiter zu werden und all diese Dinge zuzulassen, geradezu zu genießen in diesem Fluss, um dann zu dem richtigen Zeitpunkt möglicherweise auch richtigere Entscheidungen treffen zu können. Aber zurück zu diesen 3 oder 4 Begriffen. Natürlich können wir noch mehr Begriffe hinzufügen. Was macht Ahnung, Intuition, Einfälle und Geistesblitze aus? Oder worauf weisen sie hin? Weisen sie darauf hin, dass dein Unterbewusstes klüger ist als dein Bewusstsein, als deine Konzepte, als deine Schemata, als deine Logiken, als deine typischen Denkgewohnheiten, die du hast? Es scheint so zu sein, dass es so ist. Da kommt plötzlich noch etwas anderes. Als ob es eine andere Ebene gäbe in uns oder möglicherweise auch, was wissen wir schon, von außerhalb, von irgendwoher, in irgendeiner Verbundenheit, Möglichkeit, in einem Fließen, in einem geistigen Zustand. Viele Philosophen sprechen dann eben von geistigen Prinzipien oder von Seelenmöglichkeiten oder sogar eben dann von dem Göttlichen, von dem All-Einen. Ich habe neulich mal, oder mache das auch immer wieder, Audios gemacht über Philosophen, die sich mit den Themen beschäftigen, zum Beispiel in der Antike, Plotin oder andere, die sich mit Göttlichkeit oder dem Gottgegebenen oder der Gottmöglichkeit oder tatsächlich Gott jetzt auch als Deklariertem hingeben und sagen so, sie versuchen darüber nachzudenken und es zu durchschauen. Und das ist sehr interessant, sich sowas anzulesen oder damit zu beschäftigen. Und dann geht es ja genau darum zu sagen, es gibt noch ganz andere Zusammenhänge, das möchte ich sagen, als eben nur uns selbst, als biologisches Wesen, das irgendwann mal geboren worden ist und dann eines Tages irgendwann stirbt. Und eine Wissenschaft tut oft sehr so, oder bestimmte naturwissenschaftlichen Orientierungen tun oft so, dass das alles nur in uns gelagert ist, dass wir nur eben ein Großhirn haben, das abgeschlossen ist, in einem Körper existiert und damit ein Nervensystem und all das, was dazugehört und was dann ermöglicht wird in unserer Existenz. Aber es könnte ja auch sein, dass ganz andere Zusammenhänge bestehen. Wir sind immerhin soziale Wesen, wir tauschen uns aus, wir kommunizieren, wir sind in Landschaften, also in Welten geborgen, durch Welten bedingt, durch Gezeiten bedingt, durch Wetterströmungen, durch Himmelsrichtungen geprägt und all die Möglichkeiten. Warum sollte es nicht so sein oder könnte es nicht so sein, dass da auch etwas im geistigen Sinne oder im emotionalen Sinne stattfindet? Also das ist doch eine Landschaft, die relativ nicht kartografiert ist, möchte ich mal so sagen, um es vorsichtig auszudrücken. Also in dem Sinne, was wissen wir schon? Das bisschen Wissen, das wir haben als Menschheit, das ist interessant und es ist auch wesentlich davon Kenntnis zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt doch noch viel mehr, als wir tatsächlich ahnen, als wir als Einfall haben und damit als Fantasie, als wildes Denken, als wildes Assoziieren und so weiter haben in der Richtung. Insofern ist das alles interessant und ich finde, diese angesprochenen Formationen, eine Ahnung zu haben oder eine Intuition zu haben, sehr interessant, weil es kann eine Plötzlichkeit eintreten. Also du hast deine normalen Denkvorgänge oder die du als normal deklarierst, so tagtäglich, denkst mal dies, mal an jenes, dann kommt wieder ein anderer Einfall, dann kommt eine Erinnerung und da ist gerade etwas, was du erlebst und das erinnert dich an frühere Zeiten, wo du vielleicht schon mal etwas Ähnliches erlebt hast. Solche Dinge sind ja da oder ich habe, was wir oft haben, eine Bewertung. Also ich stehe einer Sache gegenüber und dann sage ich, ach, ist das schön oder ach, ist das schlimm oder ach, sieht die Frau gut aus oder ach, das ist ein interessanter Mann oder das ist ein Mensch, der mich interessiert und der mich auf irgendeine Art und Weise anspricht oder es passieren sogar Menschen, die du erkennst, also die dir gegenüberstehen und plötzlich erkennst du da
eine Vielfalt von Möglichkeiten in diesen Menschen, die du bei anderen Menschen noch nicht wahrgenommen hast. Also sie scheint oder erscheint geradezu ein Repräsentant von etwas Durchdringenderem, von etwas Umfassenderem zu sein. Und damit sind wir in den Gefilden der Spiritualität und all den Möglichkeiten drin. All das sind ja die Sachen, die so passieren in unserem Leben. Ich will damit sagen, unser Denken ist ja nicht nur einseitig programmiert. Das könnte man jetzt oft als Kognitivismus bezeichnen. Die Kognitivisten sind dafür bekannt und auch verschrien innerhalb der Humanwissenschaften, der Kommunikationspsychologie, Wissenschaft eben doch sehr einseitig strukturiert zu denken oder denken zu proklamieren oder zu analysieren und in dem Sinne als wirklich zu halten. Aber in Wirklichkeit entzieht sich unser Denken der Übersichtlichkeit oder der Schematisierung oder der Konzeptualisierung. Und was wir als Menschen immer wieder tun, um etwas haltbar zu machen, um etwas vermittelbar zu machen, wir versuchen es in Konzepte zu bringen. Wir schreiben es in Lehrbücher hinein und sagen, genau so geht es und so ist es. Aber die Wirklichkeit ist so, dass wir das Denken, wenn wir jetzt bei dem Gegenstand Denken bleiben, nicht vollkommen durchschauen. Und deswegen gibt es solche Phänomene wie Ahnung, wie Intuition, wie Einfälle, wie Geistesblitze, wie etwas, das plötzlich visionär passiert. Denk mal an den Begriff Vision. Du bekommst Visionen. Ich habe mal so ganz naiv so ein Vision Quest gemacht, englischer Ausdruck für etwas, so du gehst jetzt in eine Landschaft rein, das war in meinem Fall die Alpen im Hochgebirge im Austertal, weit über dem Austertal. Und dann gab es da so eine Anleitung von einem Buch, so wie man so ein Vision Quest macht, eine ganze Nacht dort draußen bleiben. Und ich habe immer auf die Vision gewartet und gewartet, welcher Impuls kommt da, welche Vision, welcher Gott nähert sich mir, welche Göttin, was kommt da so an Besonderem. Und das ist ja das, was wir oft erwarten, auch eben ganz häufig in einer falschen Erwartung. Wir erwarten etwas ganz Bestimmtes. Ich werde jetzt erleuchtet und ich will mich jetzt hier aus meinem Leben mauscheln. Wie viele Gruppen gibt es, wie viele Seminare gibt es, wie viele Gurus und falsche Gurinnen und Gott weiß was gibt es, die uns erzählen wollen, wie herrlich da die anderen Dimensionen sind, wenn wir endlich uns aus unserem Ego befreien. Aber in Wirklichkeit ist eben, dass wir doch da drin bleiben. Und dann ist es vielleicht eine schöne Episode gewesen und diese Episode war in jener Nacht im Austertal dort oben, in den großen, den hohen Bergen, etwas sehr Interessantes, aber weit entfernt von etwas Visionärem. Ich will damit sagen, eine Vision schlägt plötzlich ein. Sie ist plötzlich da, wenn du auf dem Scheißhaus sitzt. Wenn du, was weiß ich, irgendwie gerade den krummen Käse wieder mal zum hundertsten Male in dich reindrückst. Also es ist nicht berechenbar in dem Sinne und das versuchen wir stets als Menschen, etwas vorauszusehen, zu berechnen, zu bestimmen, wir versuchen es zu bestimmen und es funktioniert nicht. Und genau diese vier Formationen, Ahnung, Intuition, Einfälle, Geistesblitze und andere mehr, entziehen sich den typischen Denkkonzepten, die wir natürlich brauchen, um eine gewisse Existenz oder Existenzmöglichkeit zu vollziehen, also im Alltag brauchbar zu machen. Aber es ist etwas, was außerhalb der typischen Konzepte und damit Denkkonzepte ist und vor allem auch jetzt in der Wissenschaft Denkannahmen sind, egal ob sie jetzt aus der Neurobiologie stammen oder aus der Psychologie stammen oder aus der Philosophie stammen in der Form. Also ich würde mir auch als Philosoph nicht vorschreiben lassen, niemals von irgendjemand vorschreiben lassen, wie ich zu denken habe oder warum ich denke oder warum ich einen bestimmten Sinn finde und einen bestimmten anderen Sinn nicht finde. Sondern es ist alles vollkommen frei. Und in der Hinsicht auch kann ich an allem Möglichen teilnehmen und stets teilnehmen und diese Dinge machen. Und das finde ich so schön irgendwo. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht sehen können und die wir schon gar nicht begreifen können, an denen wir teilnehmen können. Und insofern ist es toll, eine Ahnung, Intuition und all das zu haben. Immer wieder zu haben und geradezu beschenkt zu werden in dem Leben, weil es ist nochmal etwas, mit dem du tatsächlich nicht gerechnet hast. Also was in deinen bisherigen Lebenskonzepten noch nicht drin war oder verborgen war oder was auch immer. Und das ist das Interessante.
Und es verweist auch möglicherweise auf etwas, was weit über unsere Individualität und über unsere biologische Abgeschlossenheit und physiologische Bedingtheiten hinausgeht. Was also wirklich an allem Möglichen teilzunehmen scheint, so in dieser Formation. Und das ist doch was Außerordentliches. Und spätestens all das, wenn du das so begreifen könntest, willst, befreit dich von deiner Einseitigkeit, von deinem Egozentrismus. Du bist wirklich ein inspirierendes Wesen neben vielen inspirierenden Möglichkeiten jeglicher Existenz. So etwas in der Form. Ahnung, Intuition, Einfälle, Geistesblitze zeigen etwas jenseits des typischen Denkens oder der typischen Denkmuster.